Abstürzer von uns gegangen. Sein Name war Vegeta. In den Geschichtsbüchern wird man von seinem Mut lesen können, aber eines wird man nie erfahren, wie sehr er die ihm nahestehenden Menschen geliebt hat. Denn das hat er nie gezeigt. Leb wohl, Vegeta. Doch nicht heute und auch nicht im Turnier der Kraft, denn dort konnte er genau... Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Neue Folge Dragon Ball Super. Die war krass. Guter Moment für Vegeta. Und endlich hatte ich Zeit, die anzuschauen. Und die Review von Raffi. Checkt den ab. Krasser Dragon Ball Super YouTuber. Auf jeden Fall, ich war gestern auf Tour. Von 10 Uhr früh bis... Okay, nicht bis zum Ende, weil ich war echt K.O. Und wer mir auf Instagram und Facebook folgt, der hat es gesehen. Ich habe da ein paar Sachen gepostet. Und auch die Toten danach, nach der Tour. Das blende ich hier nochmal ein für euch. Das war echt krank. Und Tour war relativ erfolgreich. Moment, ich mache mal Screen Record an für euch. So, viele gefangen und auch jetzt ein paar Sonderbonbons gesammelt, damit ich demnächst meinen Mewtwo vielleicht pushen kann. Aber hier könnt ihr schon sehen, ein paar Kyoge. Und das Thema von heute ist halt Valentinstags-Event. Müsste jetzt die nächsten paar Tage bekannt gegeben werden. Hier seht ihr Kyoge. Alle aufgespart. Hier mein 100er, richtig saftig. Und wenn ich alle verschicke, oder die meisten verschicke, dann müsste ich genug haben, um den auf Max zu pushen. Und Valentinstag war ja letztes Jahr Doppel-Candy. Deswegen alle hier aufgespart. Selber habe ich auch mit Godon gemacht, aber von dem habe ich nicht so viele. So, da habe ich auch noch ein paar gesammelt. Müsste auf, naja, das reicht bei weitem nicht. Aber zum Glück gehe ich momentan noch mit dem. So. Und das Event letztes Jahr ist gestartet am 8. Februar. Also dieses Jahr ist es ein Donnerstag. Da sind übrigens wieder Mewtwo EX-Rates. Würde dieses Jahr auch wieder ganz gut passen. Doppel-Candy, alle warten drauf, alle sparen gerade. Ich habe noch ein paar Barschwas auf Lager. Ich hatte Loturzel gespart, aber der Platz im Beutel ist zu voll geworden. Da muss ich die Loturzel wegschmeißen. Und was habe ich noch gespart? Noch ein paar andere Sachen auf jeden Fall. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr so aufgespart habt für Doppel-Candy. Auf jeden Fall ist es höchste Zeit. Das letzte Doppel-Candy war Halloween im Oktober. November, Dezember, Januar, Februar, das wären wieder 4 Monate. Ja, sagen wir 3 Monate ungefähr. Und wie gesagt, letztes Jahr wurde es am 8. angekündigt. Oder am 7. sogar. Weil ich habe ein Video dazu gemacht. Ich habe ein Video dazu gemacht am 9. Also wahrscheinlich war es der 8. Was gab es damals? Nur so zur Erinnerung. 6 Stunden Lockmodule. Doppelbonbon für Verschicken, Doppelbonbon beim Fangen und Doppelbonbon aus den Eiern und Doppelbonbon für den Buddy. Was ziemlich geil wäre bei den Legendären, mit denen ich gerade rumlaufe. Und das Event wurde am selben Tag angekündigt, an dem es gekommen ist. Es wurde nachmittags irgendwann am 8. angekündigt und ist dann am Abend um 20 Uhr gestartet. Deswegen denke ich, dass diese Woche das Event angekündigt wird. Ich denke auch Donnerstag oder Freitag und ich brauche auf jeden Fall Doppel-Candy. Wir werden sehen, was die machen werden. Es gibt auch noch ein paar neue pinke Pokémon. Letztes Jahr gab es pinke Pokémon. Erhöht, Janerga und Pipi und sowas. Jetzt würde Libiscus zum Beispiel ganz gut passen. Und manche munkeln auch. Ihr wisst, die Straßen munkeln immer. Kyoga geht bis zum 14. Das ist Valentinstag. Und danach könnte, also die meisten meinen, Rayquaza kommt, was ich auch glaube. Weil der halt schon im Code und sowas ist und der genervt wurde und diese ganzen Sachen, die Infos gefunden wurden. Aber manche meinen auch, dass Latias und Latios kommen könnten. Ich habe gehört, das ist ein Geschwister-Pokémon oder so, also kein Pärchen. Aber das würde eigentlich ganz gut passen, ein paar Valentinstag und sowas. Also das wäre auch eine Option. Aber wir werden es sehen im Verlauf der Woche, denke ich mal. Aber jetzt zeige ich euch erstmal ein paar Highlights vom letzten Jahr. Das war's mit der Prüfung. Lief besser als ich dachte. Also hatte vor, falls es schlecht läuft, die gute Lena da gegenüber Platz zu machen, aber lief besser als gedacht. Kumpel ist gekommen, hat mitgeschrieben, obwohl er nicht einmal im Semester da war. Haben viel gecheatet. Shoutout an Barisch, den Cheater. Falls wer unseren Yu-Gi-Oh! Channel schaut, der weiß Bescheid. Gehört vielleicht nicht auf den Pokémon-Channel, aber so ein kleiner Tipp für euch.
So habe ich es immer gemacht und mache es weiterhin. Wenn die Klausuren verteilt werden, dann legt eure Unterlagen einfach mit auf den Tisch. Das ist halt weniger verdächtig, als wenn ihr so einen kleinen Spickzettel habt. Dann geht es schon. Leider stand auf meinen Unterlagen nichts Brauchbares. Deswegen mussten wir unsere Handys benutzen und Google. Da zahlen sich die 5 GB aus, die ich für Pokémon benutzt habe, geholt habe. Und gerade wo ich ausgestiegen bin, kamen neue Nachrichten. Es gibt tatsächlich ein Valentinstag-Event. Ich lese mal vor. Doppelcandy. Jedes Mal, wenn du ein Pokémon fängst, sprühtest oder verschickst. Und Buddy-Pokémon wieder brauchen nur die Hälfte der Kilometer, also genau wie Halloween. Darauf haben sich alle gefreut, alle gewartet. Alle ihre Dratinis, Galaxos, Lapras noch da gelassen für Doppelbonbons. Ich natürlich auch. Seht ihr dann später. Also soll heute um 8 Uhr anfangen. Also ihr seht das Video am Donnerstag, da hat schon längst angefangen. Da haben wir wahrscheinlich schon die ganze Nacht durchgezockt, zumindest ich. Dann gibt es erhöhte Chance, rosane Pokémon zu finden, wie, wer ist der, das Ei-Pokémon da, Chansey, ich weiß es gerade nicht, das deutsche, Clefable und andere pinke Pokémon, Cleffer, Igglybuff und Smoochum, die Baby-Pokémon, erhöhte Chance zu schlüpfen, auch wenn ich schon 10 Costilla geschlüpft habe, echt unnötig. Module, 6 Stunden anstatt halbe Stunde, das ist echt abnormal. Das ist echt krass, also das ist sozusagen wie Halloween-Event und Christmas zusammen, also erhöhte Chance Baby-Pokémon zu schlüpfen, längere Lockmodule, aber viel länger, also 6 Stunden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, 6 Stunden für ein Modul. So, Bordeaux-Platz angekommen. Ist auch relativ leer. Ich habe noch eine Viertelstunde. Ein paar Leute sind schon hier, aber die sind gerade essen. Die Jungs kommen auch gleich. Tati ist tot, der kann glaube ich nicht kommen. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe die Inkubatoren. Die habe ich jetzt gestartet. Ich habe mein Body geändert. Galaxo genug Candies, vor allem jetzt, wenn ich die verschicke und 2 Bonbons pro Galaxo bekomme. Eigentlich habe ich auch genug Dratinis, aber ich gehe gerade mal mit Dratini heute ein bisschen noch und dann vielleicht mit Janera, ich weiß nicht. Schreibt unten in die Kommentare, mit wem ihr geht, bis das Event gleich losgeht. Ich mache noch einen Countdown rein und dann nächste Folge, erster Tag vom Event. Hey, was geht ab, Leute? Hier am Bordeaux-Platz. Mit einem neuen Kumpel. Ja. Der Anführer der Gelben in einem bestimmten Gebiet. Aber das darf ich nicht sagen, welches Gebiet. Hey, ich bin echt glücklich, Mann. Ja, nach 3 Monaten kommst du mal wieder raus. Ich weiß schon, ich habe Amphi trainiert, Mann. Keine Zeit. Du bist tot, Mann. Servus. Das ist Milos. Grüß dich, Dimi. Freut mich. Ein gelber Freund. Oh mein Gott. Ja, auch, ne? Nein, ich habe keine gelben Freunde. Das Event hat angefangen. Dimi, der Lein, der hat mir wie immer seine leidenden Geschichten erzählt, dass er gestern seine Lapras und Galaxo verschickt hat. Er spielt so 2 Monate nicht auf einmal, gestern verschickt er seine Sachen. Ich habe keinen Platz gehabt, wegen Farmen. Was für Farmen? Wo warst du Farmen ohne mich? Oh mein Gott! Wir haben jetzt ein paar Stunden am Bordeaux-Platz gefarmt, aber war nicht so viel los. Überraschenderweise sehr wenige Leute. Die paar Leute, die gekommen sind, sind ohne uns auf Scanner-Tour gegangen. Das geht echt gar nicht, Leute, falls ihr das seht. Aber mein Kumpel Milos hat Auto klar gemacht. Auf geht's! So, das war's von mir. Das war's vom letzten Jahr. Valentinstag, Doppelbonbon. Wir brauchen dringend wieder ein Doppelbonbon-Event. Zumindest von meiner Seite aus. Schreibt noch in die Kommentare, wie gesagt, wofür ihr gerade gespart habt, welche Pokémon ihr angespart habt für Doppelcandy zum Verschicken. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, checkt den Shop ab, checkt Instagram, Facebook und Twitter ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.